Hey Leute und willkommen zu GTA 4. Wow! Ich wollte mal hier gleich ein bisschen abfliegen. Nee. Aber wir sind jetzt nochmal bei Prusy. Ich habe mir entschieden, ja, der kommt auch nochmal dran. Unser Homo-Freund, Schwulen-Freund. Come on! Ja. God, to be kidding me. But I'll be thrown in jail. I'm not legal. My friend just turned up. I think he can help. I love you. Screw your wife, honey. This is for real. Wie? Sein Freund ist noch verheiratet mit einer Frau. Was? I need a tranquilizer. Something strong. Oh man, I am cooked. Enjoying your new life in the land of opportunity, Dan? This is no time for jokes, buddy. No sorry. I mean, real trouble. Bryce is getting blackmailed. About what? About me! Okay, that's not good. Did he find out any information about Darko Brevich yet? No, but he's working on it. You've got to help me. Got to? Huh. How? We're going to warn these bastards off. Come on. Okay, wir haben ja nichts Besseres zu tun. Go get us a car. Oh mein Gott. Ich muss mal gerade was gucken. Okay. Besorgt dir ein Auto. Oh, da vorne haben wir doch ein schickes Auto. Sieht aus wie ein Ferrari. Oh, ist sogar auf. Bernie abholen. Hier, komm. Einsteigen. Was macht denn der? Hopp. Was ist eigentlich... Was ist eigentlich beleidigend? Ja, homo oder schwul? Ich meine, ich will ja nicht beleidigend sein. They don't even know what they're in for. No way. Nothing stands in the way of love. Love is strong enough to throw mountains and throw trucks and all that stuff. Am I right? They're going to show them. Who's blackmailing you? We don't know. They won't even meet us themselves. This is just some flunky they're sending. We have to tell them to tell the boss we won't be pushed around. No way. Ja, Prusy, hast du mal ausgelabert? Ich wollte halt nur mal gern wissen, wie soll man zu Schwulen sagen? Was ist. Was können sie nicht hören? Und was darf man sagen zu denen? Das weiß ich nicht so. Ob Homo. Ja, Homo ist wahrscheinlich eher beleidigend. Ja, ich mache mir auch immer Gedanken, dass ich hier ja nicht jemanden beleidige. Das ist nie meine Absicht, also fühlt euch nicht auf den Schlips getreten. Oh, heißer Streifen. Was ist Bryce? We wanted to speak to him, not his red boys. Listen, you're going to speak to your boss and tell him to back off. If that's the way you want to play it, fine. Bryce will be all over Visual News tomorrow morning. You know what? Maybe the best way to get a message to your boss is for me to send him your heart. Yeah, tough guy. How do you like that? Dmitry Raskolov only asked once. Dmitry. The lover's career is over. Ist das... Fucking Dmitry. Ja, genau der Dmitry, den wir kennen. Immer dieser Drecksack. Erledige die Erpresser. Aha, darf ich schießen? Bäm, jetzt seid ihr dran. Oh, mal schön die Tür mitgenommen. Ich mach euch fertig. Uppala, das schöne Auto. Ich krieg euch noch. Sorry, Boys. Jetzt stirbt doch endlich. Eieiei. Sind mal wieder sehr hartnäckig. Wow. Do they know what they're doing here?
the whole life we have built together. Whoa. Sit tight, Bert. Let me finish this. Boom, einer weg. Und der andere stirbt jetzt auch. Thank you. All right, the guys are dead. I'll take you back to your place. Ah, haben wir es doch gut geschafft. Hä? Lol. Wir haben doch gar nicht mehr geschossen. Hä? Polizei reagiert auch sehr verzögert. Schlaufköpfe hier. Naja. Polizei hat uns ja noch nicht einmal erwischt. Das They can't tell Dimitri about the meeting or go to the papers. Dimitri's too much of a rat to go to the media himself. The information he has on Bryce is too valuable. You think? It would kill Bryce if he didn't have his career? Maybe he should have thought about that when he started dating you. Not that there's anything wrong with dating you. Your choice is your choice, man. But he should have thought about who he was before getting elected on the family values ticket. He preaches homosexuality as evil. It's insanity. He's a hypocrite, and it was only a matter of time before someone like Dimitri tried to capitalize. Shit! I'll shut up now. You don't need me telling you about your life. I don't normally talk this much. I'm your friend, and I will try to help. Ganz ungewöhnlich. Aber Nico hat vorhin ganz recht. Schön analysiert, ich meine, selbst schuld. Here we are. Look after yourself, yeah? I hope Dimitri and his people back off now. Thank you so much, Nico. I'll speak to you soon. Jojo, alles klar. Immer wieder deine Freunde. Alles klar. Das ging ja auch schön flott. So, was machen wir als nächstes? Gute Frage, nächste Frage. Da drüben haben wir ja Francis. Phil. Oh, komm, Francis hier. Nochmal. Ich weiß gar nicht mehr, der hat, meine ich, mich mal angerufen. Ich weiß aber nicht mehr, um was es ging. Oder was er von uns wollte. Naja, das werden wir jetzt erfahren. Auf dem Weg zu ihm. Auf geht's. Mit dem Wagen geht das ja flott. Jetzt hat er wenigstens mal Power hier. Sonst ging es jetzt zu den Karren, die ich sonst so fahre. Hoppa, das war zu viel gewollt. Wenn man alle möglichen Sachen hört. Die Platten, Betonplatten. Brucey, Alter, nein, nein. Nicky, what the fuck is this? Roman's getting hit? Ah. The big man's hanging up his hunting rifle? More out there for you, right? More for me and you, buddy. I have to admit, that was not my first thought when I heard. I'm happy for him. Sure you are. I'm happy too. Fucking happy. Brucey's ecstatic, homie. Just, you know, kinda gonna miss him is all. He's not going anywhere. Him and Mallory are only getting married. We all have to settle down sometime. What, you think I'm getting old? I got the abs of a 17-year-old gymnast and the forehead of a toddler, baby. Brucey don't need to settle down just yet. Sure, sure. Enjoy all that extra pussy then, Brucey. I'll see you around. Na, ich dachte schon, der Brucey will mit uns was unternehmen. Aber haben wir nochmal Glück gehabt. Nur Feedback gegeben zu Romans Vermählung. Aber jetzt zu Francis hier wieder zurück. Blood Brothers. Blutbrüder. Hey, hey, hey. Why didn't you tell me Derek was back? What? Why didn't you tell me you was hanging around with my brother? I assumed if you cared, you'd have found out. Well, I have found out. Jesus, you know Derek's not well. No? No, he's sick. He always was. He's always und du nicht. Getting involved in someone else's fight, making a fool of himself, betraying people, going into hiding. He's an idiot and a coward. It's not my business. Whatever he stood for, he betrayed. He only left here in the first place because he was caught stealing from the mafia. He's a pathetic wretch. Okay, I got it, so... Now,
He's gonna ruin my life. If it wasn't bad enough having a bunch of crooks for brothers, now I've got him threatening to talk to a journalist about his family, about me. Well, tell him to be quiet. I am trying to become the commissioner of police. I'd be a laughingstock. A cop with the famous snitching traitor for a brother. You know, the crooks I can handle. See, that I can spin. But not this. Not this. You got the big problem then. Me? Uh-uh. We, my friend. We. Stop. Stop? Stop. Kill your brother. He's already dead. Just put him out of his misery. Fuck you. No, fuck you, pal. I'm gonna meet him in the courtyard park off Bismarck and Lancet. Deal with him. Make him a tragedy, not a disaster. Do it, or I will put you away. Oh, don't push me. Alter. Aber stimmt. Daran kann ich mich gar nicht mehr so erinnern, dass man hier auch eine Entscheidung treffen muss, wie zwischen Playboy und Derek. Ja, da ruft er schon an. Thank fuck you, Ernst. Frankie arranged to meet me at this park on Bismarck. I think he's gonna try to kill me. Cops can kill who they like. Do you know the place? Are you close? Can you get there in time? I think I can make the meeting. You gotta take him out before he makes a move. This is Cain and Abel stuff, I'm telling you. Question is, which one of us is gonna be wandering the earth with a mark on his head, and who's gonna be 6 feet under, you know? This phone's running out of battery, shit! Look after me, Nico. Tu ich, mein Freund, tu ich. Ja, wie gesagt, zwischen Playboy und Strain. Ich muss mal hier rüber. Aus dem Weg. Mann, was ist ein Verkehr hier? Das gibt's doch gar nicht. Ein Auto nach dem anderen. Ich bin ja gar nicht gewöhnt. Oh. Sollte von der Handbremse mal losgehen. Okay. Dann kommt hier die zweite Entscheidung. Jetzt heißt es Derek oder Franz. Warum rufe ich jetzt Francis nochmal an? Francis, I'm ready. What is the plan? I hope you got over yourself and are ready for some fratricide. Don't forget that I still got dirt on you. I know this ain't nice, but neither of us has a choice. It's sounding like I got no choice. One McCreary brother is going to get me to kill another. That's what I like to hear. I want you to take the window cleaning elevator on one of the buildings around back of the courtyard. Get in position and put Derek out of his misery. Shit, I better get ready to act surprised. Don't miss, Nico. You might hit me. I'll hit who I need. Don't worry. Jetzt muss ich woanders lang, okay. Aber, wenn sich Brüder sich schon gegenseitig umbringen, dann muss man doch ganz ehrlich sagen, da läuft was schief. Ganz ehrlich, ich habe hier einen Bruder. Er ist manchmal eine Nervensicker, aber ansonsten, naja, okay, wir verstehen uns eigentlich in der Regel sehr gut und haben die gleichen Interessen. Wir zocken beide gern Videospiele, gehen beide gern ins Kino und so, ja. Und haben halt auch so ziemlich den gleichen Geschmack. Deswegen kann ich das nicht nachvollziehen, aber trotzdem. Man muss doch klar sein, man kann doch nicht seinen eigenen Bruder umbringen lassen. Das ist echt traurig. Muss ich hier hochsteigen? War das so? War das hier? Ja, genau. Da ist die Plattform des Fensterputzers wieder. Außenaufzug sozusagen. Kennen wir ja. Haben wir schon ein paar Mal benutzt, so eins. Und hoch damit. Ah ja. Aber wie gesagt, ich weiß, glaube ich, schon, wen ich umbringen werde. Und das ist garantiert nicht Derek. Francis ist zwar angeblich auf der rechten Seite Cop und so, aber er ist einfach nur vom Charakter ein Arsch. Ganz ehrlich, ein Drecksack. Ja. Derek, my brother! Frankie, what's this about? I've gotta say, I'm nervous about this little meeting. Shit, when I heard you was back, I nearly shat myself. Sit down. Why didn't you call me? You could have slept on my couch. I'm doing real well for myself, real well.
I'm sorry about how life turned out for you. Sie können doch gescheit miteinander reden. Warum muss ich da noch einen ausschalten? Erledigt der Referenz, wenn du bereit bist. Ja, man hört eh nichts vom Gespräch. Ja, also, da ich schon auf beiden Wegen durchgespielt habe, bei mir immer nur zwei Entscheidungen, kenne ich ja schon beides. Naja, hier weiß ich echt nicht mehr, wie es ausgeht, aber Francis, tut mir leid. Und, bumm. Der geht ganz müde weg. Tja, tut mir leid. Aber Derek, ja, Derek kann ich jetzt auch nicht so viel anfangen, aber er kam mir immer noch sympathischer vor als Franz. Franz ist einfach nur noch Arsch gewesen. Tja, das war's. Ein weiterer Mord begann. Ja, ich töte hier in jeder Parthaufen Leute, aber meistens kenne ich halt nicht und hier das schmerzt dann schon. Ich meine, man hat ja was zusammen sozusagen unternommen. Ah, ich muss noch aus der Gegend verschwinden. Okay. Tja, traurig, aber. Ah ja, Derek. I really got the feeling it was him and me back there. You don't know the half. Last bit of juice I got on this thing. Ja, weiß nicht mal die Hälfte. Da hast du recht, Nico. Derek hat schwer genug gehabt. Was mache ich denn jetzt noch? Ich meine, ich habe jetzt noch... Wie viel Zeit? Pff, 3 Minuten? Na, da lohnt sich nichts mehr anzufangen. Scheißdreck. Dass das auch immer so dumm auskommen muss. Dudut. Ja, Dudut. Kann ich auch. Sieht das aus. Lol. Wenn man nur kurz macht, dann tippt er gar nicht auf die Hupe richtig. Voller Fehler. Wie, die kann ich nicht runterfahren? Das ist ja voll lame. Peggy? Zum aktuellen... One less cop on the streets of Liberty City. What do you mean, Peggy? I mean that my cop brother Francis McCreary is no longer with us. You and Jerry must be very upset. Hardly. Couldn't stand the bastard myself. That said, the only celebrating Jerry's gonna be able to do will be in prison. He got hauled in last night. Shit, is it serious? Charges ain't gonna stick, don't worry. Anyway, it means a lot to the family if you come to Francis's funeral. It's at the church in Suffolk today. I'll stop by, man. I'll see you there. Remember to wear a suit, Nico. Can't have you dressed like a bum in the church. Come on! Ein Anzug mit Krawatte oder reicht's auch ohne? Das ist jetzt meine Frage. Egal. Aber... Wie... Kate? Ah, das gehört ja auch noch zur Familie. Aber wie schnell sich das rumspricht. Nein, Gott. Hi, Nico. Hey, Kate. I'm sorry to hear about your brother. You're probably the only one. He was too much of a cop for my family to accept him and too much of a gangster to be accepted by the cops. What did you think about him? To be honest, I thought this would have happened earlier. Then again, I expect to get a call from the coroner about any one of my brothers every day. You going to be at the funeral? Sure. I'll see you there, Kate. Goodbye. Ende Beerdigung Teil. Was? Das muss ich jetzt machen? Shit, jetzt muss ich doch wieder überziehen. Ach, Mist. Okay, hätte ich jetzt nicht gerechnet. Eigentlich wollte ich einen Part jetzt was früher beenden. Es muss ja nicht immer, weiß ich, wie 25 Minuten und länger gehen. Aber naja, egal. Hat ich das wieder erledigt. So fülle ich doch wieder die Zeit. Tja, aber siehst du, einerseits kann ich auch mit Peggy besser leiden und so. Und Derek hätte ganzen anderen Familienmitglieder deutlich eher getroffen. Deswegen, Derek war schon die richtige Wahl. Also wenn man es wirklich auf Sympathie legt und so. Wow, hey, was macht denn der? Pff, Alter. Fahrt der da einfach von der einen Seite rüber. Egal. Die Kirche wieder mal... ganz woanders.
Ach, komm hier einfach durch. Zack. Einfach Briefkästen umgefahren. Ah, die ist die Kirche. Da ist er. Zwischen den Häuserfronten und der Leichenwagen. Wupp. Da sind wir. And while no one is suggesting he was an angel, none of us are. That is why God put us on earth and not in heaven. The trials of humanity were sometimes too much for him to bear. But he was a committed family man. And a man of beliefs. God asks us to show faith. And that is what he did in his way. Francis gave so much of himself and will be sorely missed by us all. Amen. 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 Now, if you will all please join me in the procession to the cemetery. I'm, sorry for your loss. I'm not. I'm sorry for Ma. I gave up on my brothers a long time ago. Uh-oh. The most I ever expected from them was to put flowers on their Aufpassen, Nico. You have a strange family. Who doesn't? I don't know. Oh my God, get the hell out of the way! Nicht mal von der Beerdigung schränkt sie zurück. Echt schlimm. Oh mein Gott! Nicht mal eine Beerdigung können zu respektieren. Aufwenden. Alter, letzte Ruhe hätte man wenigstens noch lassen können. Nein. Da kommen noch welche. What the hell? Bam. It looks like that's all of them for now. Get out of the church. Come on. Alter, warum kamen die jetzt wieder? Nico, get behind the wheel of that Romero. You, me and my brother are getting out of here. Geil, mit dem Leichenwagen. Nice. Frankie's plot is in the graveyard on Colony Island, Nico. Can we put him in the ground? Oh mein Gott, ist der lahm. Oh, Scheiße! Oh mein Gott! Ja, ich versuch's. Ach du Scheiße! Und das Teil ist nicht gerade schnell. Oh mein Gott! So, ein bisschen bremsen. Rutsche nochmal nach vorne. Naja. Mehr oder weniger. Alter. Wow. Ah ja, ich weiß, wohin es geht. Ja. Reicht auch. Berner wieder. Are you suggesting that I'm a fucking cop? I thought that you would know better than that. No, you dumb European fuck. I met my brother, Francis. It was a joke. Hell of a fucking time to be making jokes about your dead brother. You know, I'm still not that fond of the guy, even in his death. I guess that's what turning cop will do to a fraternal relationship. I guess you've got enough brothers to hate one of them. Swiftly running out, Nico. Ain't got that many left. Now that Francis is on his way to the graveyard and Gerald is behind bars, all I got left is that smackhead Derek. You've got Katie. I could have fucking guessed you'd bring her up. I was thinking you only kept those hitmen away from the church to protect my sister. I did it all for you. Sure you did, Nico. Tell yourself you did it out of the grace of your own heart rather than for another piece of your anatomy. Which ain't gonna get used, I might add. What the hell? Was geht mit denen ab? Egal. So, bring mal den. Fucking here. Let's bury this bastard. So viel hat er verdient, auch wenn er ein Arsch war. Wenigstens eine anständige Beerdigung.
Ruhe und Frieden, Francis. Thanks, Nico. What for? Guys like you don't like cops. Being here, helping us out, I appreciate it. It's not that I don't like cops. You do what you do to get by. Cops are just regular guys trying to survive. Anyway, I'm not here for Francis. I'm here for you and Packy. Like I said, thanks. Give me a call sometime, Nico. Ja. Schön mit der M4 hier stehen blieben. Lass sie mich hier jetzt alleine. Wo fahren die denn hin? Da geht's nicht weiter. Da ist eine Sackgasse, soweit ich weiß. Aber egal. Also, jetzt mal schnell hier. Schlafmodus, weil dass ich jetzt in Ruhe den Part beenden kann. Tö, das war unnötig. Warum seid ihr nicht gleich da rumgefahren? Egal. Gut, aber... Oh, das Auto nehme ich gleich. Also, ich werde mal hier Schluss machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Mal sehen, was für eine Mission dann drankommt. War ja jetzt zum Schluss doch wieder, ja, echt interessant. Also, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao.